Hallo Frau Kudler, schön Hallo. Sie zu sehen. Ich habe einmal Medikamente noch und ich möchte noch Blutdruck messen. Ja, dann messen Sie. Ein Seniorenheim in Berlin. Pflegerin Anne Bartsch ist zur Visite bei Heimbewohnerin Margot Kudler. So weit, so normal. Das Besondere an Anne Bartschs Arbeitsalltag kommt nach dem Blutdruckmessen. Statt sich irgendwo etwas zu notieren, spricht sie die Ergebnisse einfach laut in den Raum. Dokumentiere. Frau Kudler hat einen Blutdruck von 146 zu 72 und Puls 70. Eine KI-gesteuerte App auf dem Smartphone erkennt die gesprochenen Ergebnisse und trägt sie automatisch in die digitale Akte der Patientin ein. Blutdruckmessung und ein Puls erfasst. Für die Pflegerin eine enorme Arbeitsentlastung. An Zeit spart man doch eine Menge, weil man es gleich einsprechen kann. Man kann gleich nachsehen, wenn irgendwas ist. Wir müssen nicht erst ins Dienstzimmer gehen, sondern wir haben quasi alles auf dem Handy drauf. Und wenn wir irgendwas brauchen, können wir gleich nachschauen. Und das erleichtert uns auch die Wege. Neben Untersuchungsergebnissen können die Pflegekräfte zum Beispiel auch die nächsten erforderlichen Maßnahmen per Sprachmemo in die Patientenakte eintragen. Auch mehrere Informationen in einer Nachricht kann das System sortieren und zuordnen. Die Idee entstand, als unser Opa ins Pflegeheim gekommen ist und wir festgestellt haben, wie viel Zeit die Pflegekräfte für die Dokumentation aufwenden. Und da haben wir uns gedacht, es muss doch irgendwie einfacher gehen. Gesagt, getan. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder und einem Freund gründete Marcel Schmidberger 2020 das Startup Voice. Alle drei studierten Informatik am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut. Beste Voraussetzungen also, um eine KI-gestützte Spracherkennung zu entwickeln, die mit dem digitalen System von Pflegeeinrichtungen kompatibel ist und so den Arbeitsalltag von Pflegekräften erleichtert. Im Endeffekt wollen sie einfach freisprechen und es soll am Ende strukturiert im Dokumentationssystem landen. Und diese Übertragung, darüber kümmern wir uns. Und dafür setzen wir eben KI-Systeme ein, weil es eben sehr kompliziert ist, aus auf freigesprochenem strukturierte Dokumentationseinträge zu machen. Für den Leiter des Berliner Seniorenheims ist die Spracherkennung ein wichtiger Baustein der Digitalisierung des Arbeitsalltags. Durch sie funktionieren viele Abläufe besser als vorher. Die Schichtübergaben gestalten sich wesentlich effektiver, weil einfach tatsächlich nach Priorität von vornherein sozusagen sortiert wird und man nur das Wichtigste sich dann quasi von Schicht zu Schicht übergeben muss. Also von daher gehen wir sehr stark von diesen Zeitersparnissen aus und was dann letztendlich unseren Bewohnern, und das ist ja das große Ziel auch, zugutekommen kann. Heute nutzen bereits mehr als 150 Einrichtungen die Software von Voice. In Zukunft will das junge Gründerteam seinen Kundenstamm noch weiter ausbauen. Mit Voice kann man die Dokumentation im Allgemeinen einsprechen und einfacher gestalten. Das nicht nur in der Pflege, sondern auch in anderen Branchen. Unsere App, die KI, ist so auch schon beim TÜV im Einsatz. Bei einer Hauptuntersuchung von einem Kfz-Fahrzeug werden Mängel eingesprochen, genau wie wir es jetzt mit einem Blutdruck oder anderen Werten hier in der Pflegeeinrichtung gesehen haben und planen hier auch auf weitere Branchen das Ganze auszuweiten. Da könnte also noch einiges kommen. Im Berliner Seniorenheim ist man aber schon jetzt zufrieden. Einfach mal Zeit zu haben für ein entspanntes Gespräch, das gab es vorher seltener.